und zwar den... Den Erzmagus, der uns freundlicherweise per Transversalis nach Gareth verbracht hat. Oh, wahrlich. Yastafa hier ist eigentlich, oder? Ja, Jennifer von Yastafa. Ach, mit ihm muss ich auch unbedingt nochmal reden. Ein fragender Blick zu Isarun. Weswegen müsst ihr mit ihm reden? Ah, ein kleines eigenes Projekt. Nicht weiter wichtig, aber... was hat er gesagt? Was habt ihr herausgefunden? Nun, wir haben uns mit ihm über die Möglichkeiten unterhalten, wie wir auf die Feste raufkommen. Und der fliegende Teppich fällt wohl raus, denn er beschied uns, dass diese jeweils eine eigene Persönlichkeit haben und nicht jeden Reiter dulden. Vielleicht haben Rafim und ich eine Möglichkeit gefunden zu fliegen. Ja, den Ogerlöffel! Den Ogerlöffel! Oder meinst du das andere? Ey, ich meinte jetzt erstmal das andere als Ersatzmöglichkeit für die Leute, die nicht auf den Ogerlöffel steigen wollen. Ja, gut, von mir aus. Was ist denn diese Notfalllösung, falls das mit dem Ogerlöffel nicht funktioniert? Aber das ist wirklich nur eine Notfalllösung. Wir haben wohl... von dem Gesellen von... ihr habt ja gehört, dass Leonardo, der Erfinder hier, der auch da in Havena uns eine tolle Brücke gebaut haben muss, hier einen Flugapparat wohl gebaut hat, der irgendwie fliegen kann. Jetzt haben wir das Ding gefunden, endlich. Wir haben zwar keine Spur von seinem Gesellen gefunden, der da angeblich irgendwo rumkreuchen und fleuchen soll, das Ding jahrelang vorher zu reparieren, aber... Naja, Raffi und ich haben dann ein wenig Hand daran angelegt und haben uns gedacht, eigentlich wären wir für einen kleinen Probeflug bereit und wollten euch vielleicht dazu einladen, mal über Gareth zu fliegen. Oh, wirklich? Und das Ding fliegt auch? Ja. Wir hoffen zumindest, dass es mindestens ein paar abhebt. Also, ich denke auch. Vielleicht fällt es ein bisschen auseinander, aber nur so ein bisschen. Vielleicht sollten wir erst einen Mechanikus draufschauen lassen? Ach, was ist das denn für eine Einstellung? Eine wir hauen da jetzt halt Luft rein und dann gucken wir mal, wie hoch das Ding kommt. Das ist die richtige Einstellung. Stimmt schon. Ich würde jetzt vorschlagen, Albrecht das zu zeigen, aber ich weiß nicht, wie Angroschieben zum Fliegen stehen. Da habe ich auch noch nie was von gehört. Aber ich habe nur mal gehört, dass man die nicht schmeißen soll. Wirklich? Gut, das sollte ich gerne hören. Hochkönige sollte man nie schmeißen. Aber ich denke, alle Zwerge sind gemeint, nicht nur Hochkönige. Aber jetzt ganz im Ernst, was soll ich denn jetzt bei dieser komischen Rafala... Rafala? Nein, oder? Prischia von Garischkritz. Ja, die da. Ich verstehe eh nicht, was die sagt. Ich verstehe ja schon nicht die Hälfte von dem, was ihr so sagt, ehrlich gesagt. Nun, sie bat um unser aller Anwesenheit. Und wer sind wir, dass wir ihr diesen Wunsch abschlagen können? Ich bin Rafim. Ja komm, Rafim, also wenn eine Frau einlädt, dann... Ich wollte mich nur vor dem ganz Magier Gesocks wieder drücken. Ja, gut, ich komme ja mit. Ja, vor allem ist doch sowieso noch in die Stadt, dir noch hier so. Ich muss dir noch einen Beutel schneiden für den Status vergessen, dass du ihn immer bei dir trägst und die Hände frei hast zum Kämpfen, notfalls. Da hast du nicht Unrecht. Und vergiss die Hexen nicht. Ja, aber die wollten wir ja erst aufsuchen, wenn die Ausrufer gewisse Dinge schon bekannt gegeben haben. Haben die denn schon bekannt gegeben, offiziell heute? Dass da jemand gestorben ist? Nein, ihr habt recht. Deswegen habe ich gerade gedacht, wir machen das morgen. Morgen geben die Ausrufe das so bekannt. Morgen ist auch noch der Heldenrat, die nächste Sitzung. Und morgen steht dann auch das Treffen mit den Hexen an, ja. Das ist richtig. Uns wurde allerdings noch ein Tipp mit auf den Weg gegeben. Der Erzwissensbewahrer bat uns, besonders darauf zu achten, dass die Hexen, die wir ansprechen, auch dieser Gottheit oder was auch immer Satuaria huldigen und nicht etwa dem Herrn der Rache. Vielleicht könntet ihr euch da noch etwas beraten lassen oder schlau lesen, wie man das erkennen kann. Okay, über Satuaria weiß ich nichts, aber dann werde ich mich mal darüber schlau machen. Und Satuaria ist ein Gott oder ein Götze oder was ist das? Ja, eine Göttin, so wie ich das verstanden habe. Die Hexen beten sie wohl an. Darf man sie anbeten überhaupt? Es ist nicht explizit verboten. Ich weiß nicht, ich bin da nicht der Experte drin, was man anbeten darf und was nicht, deswegen frage ich. Nun, sie fällt sicherlich nicht unter das Silamhoros-Edikt, aber... Nun ja...
Solange man es nicht in der Öffentlichkeit macht, sollte es... Also es ist verboten, dass die Lemora sie lebt, sagt doch genau, wie man anbieten darf, dachte ich. Exakt dieses, aber wie gesagt... Es gibt ja auch Halbgottheiten, die nicht explizit im Siedler Moras Edikt erwähnt werden und trotzdem angebetet werden. Ach so, dann ist die auch so ein Kind von den Göttern. Oder wie? Ich weiß es nicht. Das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Jedenfalls. Damit habe ich mich tatsächlich auch noch nicht beschäftigt. Vielleicht sollte ich das einmal tun. Nun, Krischia wartet auf uns. Ach jetzt? Okay. Dann los. Ich glaube, uns 4 Stunden Zeit. Genau, also ein wenig Zeit haben wir selbstverständlich noch. Wir haben es geschafft, ein Flüssigartefakt in Auftrag zu geben, das einem von uns die Erscheinung von Galotta selbst geben wird. Auf Basis der Formwandlung? Nein, das ist Illusionsmagie. Ah, okay. Es wäre viel zu kompliziert, dämonische Entitäten zu täuschen. Aber natürlich, menschliche Gegner lassen sich dadurch sicher beeindrucken. Ja, da müsst ihr also seine Stimme nachmachen. Wie klingt er denn? Das wird in dem Artefakt bereits enthalten sein. Ja, das ist ja praktisch. Genau. Abel, mir erinnere mich, was haben wir noch? Aber wir haben so vieles. Nun ja, wir haben die Drachenkugel und den Drachentöter. Ach ja, richtig. War ich jetzt schon? Wir haben noch nicht mal den, dessen Namen nicht genannt werden, da angerufen. Er kam zu uns. Beziehungsweise zu Prischia. Ich bin ehrlich gesagt verwirrt, wovon sprecht ihr? Moment. Ein Drache war hier in Garen, wir haben nichts davon mitbekommen. Nun ja. Den hätte ich aber gesehen. Er fehlte ja, eine menschliche Form. Es ist sehr kompliziert anscheinend, aber... Moment, sie können sich als Menschen tarnen? Ja. Das scheint so. Ich dachte zuerst, es wäre dieser Drakodan von Misaquell, aber... Nun ja, es war anscheinend Apep selbst. Ach, von dem hattet ihr erzählt, der war doch mit dabei, als ihr gegen den Drachen gekämpft habt, nicht wahr? Exakt dieser. Habt ihr ihn gefragt, ob er uns hilft? Nun, er gab uns diese beiden Waffen... Und die Anleitung, wie sie funktionieren. Ja, aber er ist ein Kaiserdrache. Der hätte bestimmt so ein paar Dämonen fressen können. Ja, was muss man jetzt damit machen? Also ich meine, das eine ist eine Axt, damit haut man zu, das ist ganz klar, das verstehe ich. Aber was macht man mit der Kugel? Schiebt man die irgendwie irgendwo hin? Muss man die fressen? Wird die abgeschossen durch irgendwie so ein Schiffsgeschütz? Wenn ihr die Waffe, diese Axt, werft, müsst ihr die Kugel in der anderen Hand halten. Anscheinend funktionieren diese beiden Dinge nur zusammen. Und mit einer Axt werfen? Ja, wie eine Wurfaxt. Wie diese Torwaldschen Bräuche. Genau. Wir haben nicht zufällig jemanden, der weiß, wie sowas geht, oder? Doch, Abelmir kennt sich mit den Torwaldschen Bräuchen ganz gut aus. Nun, ich fürchte, ich bin kein Experte für Torwaldsche Manieren und Waffengebräuche, aber ich denke, Rafim weiß, wie man eine Axt wirft. Nicht im geringsten. Vielleicht können wir das bis morgen, übermorgen lernen. Dann werdet ihr wohl etwas näher herangehen müssen. Können wir uns hier, ich meine, hier laufen doch bestimmt 1000 Torwaler in dieser Scheißstadt rum, da suchen wir uns halt einen von. Kann doch nicht so schwer sein. Gab's hier nicht diese eine Torwalerin, die diesen Freund hatte, der sozusagen als sie getroffen wurde, von dem Fall total ausgerastet ist? Ja, genau, die dachte ich auch. Kronhilds Waffen hier dort hier. Ihr wollt eine Torwalerin einladen? Ja, wenn das Torwaldschen Brauch ist, dieser Wurfaxt, also... Außerdem ist der Torwaldschen. Vergesst nicht, Abelmir, in der Kugel steckt karmale Energie. Wir brauchen vermutlich eine Geweihte oder einen Geweihten, um überhaupt darauf aber zugreifen zu können. Aber unbedingt eine Torwallerin? Naja, außer ihr findet jetzt irgendeinen Hurasier, der super mit der Exo geht. Jetzt ist wirklich nicht der Zeitpunkt, um rassistisch zu sein. Wir stehen hier gemeinsam gegen die Erzfeinde der Götter. Ich denke... Auch du kannst über deinen Schatten springen, oder? Aber Abelmir, wie wär's denn, wenn ihr einfach umgehend mit der Wurfaxt zu üben und dann könnt ihr das Ding schmeißen? Nun, wenn ich dieses Ding werfe, treffe ich wahrscheinlich nicht mal ein Haus. Naja, der Drache ist ja ein bisschen größer als ein Haus. Nun ja, wir sollten trotzdem etwas eine Person suchen, die etwas befähigter ist in diesen Künsten.
Sagen ja, aber die Torwallerin wollte ja nicht. Nun ja. Wenn es was haltet ihr davon? Wir lassen die Torwallerin euch beibringen, wie man mit der Wurfaxt wirft. Dann ziehe ich doch die Torwallerin vor. Ich möchte so wenig Zeit wie möglich mit diesen Personen verbringen. Wenn ihr gestattet. Wenn wir das überleben, Abelmir, werden wir dringend mal ein Wörtchen miteinander reden. Es kann nicht sein, dass ihr so viel Hass in euch tragt. Wenn ihr gesehen hättet, was diese Piraten anrichten, dann würdet ihr sowas nicht sagen. Ja, oh, ich bin mir sicher, das ist tausendmal schlimmer als das, was Dämonen anrichten. Zum einen das und zum anderen, ich kenne mich durchaus mit Piraten aus. Also er hat nicht Unrecht, Torwaller sind die meisten, sind schon ziemliche dreckige Piraten, die überfallen immer unsere Sklavenschiffe. Total unangebracht. Die überfallen nicht nur Sklavenschiffe, die überfallen unschuldige Städte in Tor, im Horasreich, plündern sie und hinterlassen nichts als Ruinen. Und dennoch stehen sie jetzt mit uns. Also bei uns in Kundchen benehmen sich die Torwaller. Gibt nicht okay. So viele von denen da. Und? Sind die auch als Piraten verschrien? Nee, also Kundchen greifen nicht an. Aber andere Städte, oder? Also nicht, ich bin Kundchen groß geworden. Ja, wie auch immer. Ich werde mich wohl damit abfinden müssen, dass wir eine Torwallerin in unseren Reihen begrüßen müssen. Also das heißt, ihr wollt die Torwallerin anwerben? Nicht ich. Das kann nicht schaden, sie zu fragen, ob sie uns helfen möchte, ob sie mit so etwas besser umgehen kann als wir. Sie erscheint mir eine geeignete Wahl, wenn sie mit Wurfechsen umzugehen weiß. Ja, das will ich mal hoffen. Aber nehmen wir die dann mit auf die Festung oder nicht? Nein. Ja, aber was ist, wenn der Drache uns auf der Festung angreift? Ja, die müssen wir ja mitnehmen. Ich fürchte auch. Genauso wie die Waffen. Oder jemand von uns muss das Ding schmeißen, aber ich habe keine Ahnung. Lassen sie sich genauso werfen wie Wurfmesser? Ich habe noch nie so eine Axt geschmissen. Versucht es doch einmal. Ja, klar. Gib mal her, ich schmeiß die. Draußen, bitte, draußen. Wenn die Seite rollen, dann können wir die als Wurfdings nehmen. Finde ich gut. Geht nach draußen und nein, mach das überhaupt nicht. Sag mal, was denkt ihr eigentlich? Wir haben ja eine Axt, die ist viel besser. Genau, dann könnt ihr mal mit diesem Ding ausprobieren, ob das überhaupt geht. Aber mit so einem Artefakt, das wir aus einem Drachenhort bekommen haben, jetzt noch irgendwelchen Firlefanz anzustellen, na, der Drache steigt dir gleich aufs Dach. Aber ich weiß doch, also wenn die Axt doch was anderes wiegt als die, dann muss ich die doch unterschiedlich werfen. Das ist kein Spielzeug. Ich will es ja auch in die Wand werfen und nicht in diese Wand hoffentlich. Macht es denn draußen. Sucht euch ein baufälliges Haus. Aber mir, wenn ich die Axt überhaupt an der Wand kriege, dann sind wir schon glücklich. Mach doch mal keine Sorgen. Ich mache gut, dann werden wir jetzt keine Axt zu Hause. Ja, dann fragen wir halt die doofe Torwallerin. Finde ich auch okay. Aber dann brauchen wir noch mehr Artefakte. Nun ja, ich sagte ja, dass ich nach der Besprechung mit Prischia meine Bekannten aufsuchen würde, um die Frage der Artefakte und der Alchemiker zu klären. Irma, gehen wir dann fliegen? Ja, ich würde gerne fliegen, aber irgendwie müssen wir da zu der Besprechung mit der hohen Magierin Das dauert doch nicht so lange danach. Ja, ich will auf jeden Fall noch die Schutztasche bauen, dass wir da auf jeden Fall, wenn was auch immer passiert, du schnell deine Schutztasche hast für den Stab, dass du notfalls auch deine Waffe ziehen kannst, wenn es harter Fahrt kommt, in irgendwelchen Situationen, wo du den Stab nicht loslassen musst. Das ist sehr vernünftig von dir. Was haltet ihr davon? Wir gehen erst eben ein bisschen Stoff einkaufen und dann kann Ömer die Tasche nähen, während die Alte labert. Na, der Markt ist doch gleich hier nebenan. Wir können das auf den Weg machen. Finde ich gut. Ihr solltet sie eigentlich nicht alt in ihrer Gegenwart nennen. Ist sie nicht alt? Aber sie ist eine sehr kompetente Magierin. Sie hat uns schon weit geholfen. Wendet ja nicht, dass sie alt ist. Aber Raffiman sagt einer Frau niemals, dass sie alt ist. Deswegen sage ich auch nicht ins Gesicht, dass sie alt ist, deswegen sage ich jetzt, dass sie alt ist. Sehr gut. Genau so macht man es. Ach, Sophie, du bist mein Schambolzen. Wie geht es weiter? Wo wollt ihr jetzt hin? Oder wollt ihr Stoff kaufen? Stoff kaufen und dazu
erhalten. Gut, dann Stoff kaufen soll nicht das Problem sein. Geld werdet ihr sicherlich genug haben. Wenn das eine einfache Tasche sein muss, kann da immer kompetent einkaufen. Das wird so dann eine Spezialtasche, die sozusagen den Stab umfasst, wo sozusagen aber nur so ein kleines Stückchen rausgucken, wo sozusagen Rafim auch notfalls auch mal dran fassen kann, wenn er den Stab nochmal spüren will, dass er in der Tasche ist. Und dann wird die sozusagen so gemacht, dass sie eng um Rafims Körper ist, dass sozusagen jetzt hier das Ding auch, wenn er irgendwo klettern sollte, selbst kopfüber, dieses Ding nicht einfach runterfällt. Ja, also das ist dann sicherlich von der Schneidernprobe abhängig, aber die kannst du dann ja würfeln, wenn du, weiß nicht, bei Prische auf dem Stuhl sitzt oder so. Also ihr könnt also auf alle Fälle Stoffe dann kaufen. Immer ist nicht so respektlos. Hohen Magiern, da fängt man sich an zu schneiden, das macht man wirklich danach. Gut. Dann, wie geht's weiter? Wo wollt ihr jetzt hin? Zu Prische ja von Gralischkreuz. Ja, dann geht's vielleicht noch Jalan vorher einsammeln. Ja, Jalan hat er sich, wie gesagt, entschuldigt. Und wollte bei den Bandstrahlern bleiben und dann noch etwas mit denen besprechen, was von einiger Wichtigkeit wohl ist. Könnte natürlich jetzt durch die ganze Stadt laufen. Viele Meilen, aber er wollte ja sowieso noch da bleiben. Nun, dann wird er sich danach kommen. Ja, nachdem ihr beim Stadionmarkt fertig seid mit dem Einkauf, könnt ihr im Norden sehen, einige Häuser, Zeilen und Gassen vor euch, wieder wohl ein bisschen Rauch aufwallt. Zwei Häuserzeilen vor euch. Wenn man eine Sinnschärfeprobe machen, riechen. Sag mal, brennt's da vorne? Sagt irgendwann noch, wenn das mir den Zink in die Luft streckt und mal riecht, mal schnuppert. Kann man keiner da vorne brennen? Ich glaube, es ist keine Schmiede, oder? Lass mal gucken gehen. Stadtbrände sind immer ganz, ganz gefährlich. Das ist richtig. Ja, und schnell Laufschrittes dahin geht. Ja, ihr könnt vor euch sehen, wie wohl die Akademie der magischen Rüstung. Ein, zwei Fenster sind wohl zersplittert. Dahinter brennt es aus den Fenstern heraus. Und Isarun und Abelmir wird klar, das sind wohl die Gemächer von Rakala von Horsenraben und beziehungsweise Prischer von Galischkotz. Aus dem Fenster heraus springt gerade ein Glutwolf, eine riesige Kreatur, ein Wolf mit brennendem Fell und rast dann, nachdem er auf die Straße gesprungen ist, einem Haufen von Fliegen hinterher, die sich dann gerade in Richtung Norden der Stadt aufmachen. Hinter ihm fangen jetzt auch so die ein oder andere Häuserzeile, fängt dann so leicht an zu glühen. Nicht, dass jetzt hier verschiedene andere Häuser anfangen zu brennen. Der Wolf bemüht sich auch in der Mitte der Stadt zu laufen. Einige Händler, die hier noch in der Mitte der Straße stehen, mit ihren aufgebauten Ständen, gehen dann aber trotzdem heillos dann in Brand auf und verschiedene Stoffe, die dann jetzt vor euch anfangen zu brennen, während ihr dann fassungslos diesem Glutwolf hinterher blicken könnt. Bei der Göttin, was ist das? Die Magisterin ist in Gefahr, schnell! Ich springe da los. Ja, immer will dem Glutwolf hinterher. Ja, du kannst gerne mal eine Athletikprobe würfeln, ob du da hinterherkommst. Ist natürlich, ohne so einen Accelerator, so wird das wohl nichts, denn der ist unglaublich schnell, unnatürlich schnell. Das fällt dir auch auf. Sicherlich kein natürliches Tier. Aber du kannst es versuchen. Die anderen hechten in die Akademie. Wasser! Wasser! Ja, ich brülle mal auf den Weg nach einem Wassereimer. Ja, direkt hinterher und suche auch noch Brunnen, Wassereimer. Ja, da könnt ihr mir mal beide eine Gassenwissenprobe geben, wenn ihr jetzt nach Wasser sucht, während die anderen an den Wachen vorbeisprinten. Die haben das jetzt natürlich auch mitbekommen, haben das gesehen. Euch werden sie wohl nicht aufhalten. Verschiedene andere Wachen versuchen auch noch diesen Glutwolf hinterher zu laufen, hinterher zu rennen. Andere werden sich jetzt ebenso auf der Suche nach einem Brunnen begeben. Die werden das natürlich irgendwie wissen. Und eilen dann auf verschiedenen Wegen durch die Häuserzeilen, durch die Gassen. Ihr werdet auf den ersten Blick keinen finden, könnt euch dann verschiedenen anderen Wachen anschließen und ebenso kaum einen Brunnen sehen. Bei Effa, das ist ja trockener hier als in der Kohn. Wo ist denn hier der Brunnen? Das gibt's doch nicht! Ja, über euch natürlich so ein bisschen leichter Nieselregen, aber Straßen sind natürlich auch nass. Sicherlich wird das nicht ein Stadtbrand werden, aber zumindest brennt das Studierzimmer. Währenddessen sind Ömer ist irgendwo verschwunden in der Häuserzeile, ist nicht ganz hinterhergekommen, hat dann den Wolf aus den Augen verloren, der sich dann wohl an der priesterkaiserlichen Noralexakrale ist er dann vorbeigelaufen.
Wurde dann auch von verschiedenen Leuten angegriffen. Einige sind natürlich auseinandergestiebt, aber jetzt auch gerade so ein paar Sonnenlegionäre, die dann auch vor euch patrouillieren, oder auch ein paar, Märtyrer, also Anhänger dieser Märtyrer, haben dann auch versucht, noch irgendwie zu schlagen. Und also jetzt gerade so ein bisschen Panik in der Stadt. Das ist noch in so einem guten Bereich, aber der ist auf alle Fälle in Richtung Norden gelaufen. Das kann Ömer erkennen. Währenddessen können Abimir und Isarun die Treppen nach oben sprinten und stehen dann in dem Raum, wo sie jetzt 3 Stunden gewartet haben. Vor euch könnt ihr Jelef Ibn Yasafar erkennen, der mit einem rauchenden Magierstab dort steht. Und neben euch könnt ihr sehen, der Sekretarius wurde wohl angenagelt, hinten an die Bücherwand, der Kopf irgendwie mit einem Nagel an die Bücherwand genagelt und seinen Bauch aufgeschnitten. Die Gedärme sind wohl verformt worden. Rausgerissen, die Hälfte hängt noch im Bauchraum und die Tür zum Studierzimmer ist aufgesprengt worden nach innen. Ihr könnt da wohl auch sehen, ja, wie gesagt, hier brennt es immer noch. Frischer von Galischkreuz sitzt auf dem Teppich und wiegt sich vor und zurück. Jelev, was ist los? Toxis war hier. Er hat sie angegriffen. Was ist mit der Konvokata? Ich weiß es nicht, holt sie da raus! Ja, er rennt selber mit seinem Stab, packt ihn wieder ein und bemüht sich dann. Ihr könnt sehen, wenn er dann in diesen Raum hineinläuft, selber wohl keine Probleme mit dem Feuer, aber er wedelt gerade so ein bisschen mit seinen Händen vor sich und versucht da wohl irgendwas totzuschlagen, was wohl vor ihm in der Luft ist, und rennt dann ja wieder 2-3 Schritte zurück. Helft mir! Was ist los? Helft mir! Ich renne in den Raum rein. Es sirrt um dich herum und du merkst wohl, wie hier ein paar Fliegen im Raum hängen, die sich jetzt auch vor allem überall an dem Körper von Prischer von Galischkreuz niedergelassen haben und an ihr ja, saugen, nuckeln. Was sind das für Dinger? Das sind Borberat-Moskitos. Oh mein Gott, nein! Bei Hesinde! Könnt ihr einen Windstoß beschwören? Ja, er richtet seinen Stab auf die Magierin. Du stehst immer noch so ein bisschen daneben im Kegel. Er murmelt ein paar tudamidische Worte und ein Windstoß wirft sowohl Prischer um, die da sitzt, als auch dich. Du wirst dann, gib mir mal eine Körperbeherrschungsprobe, damit du nicht aus dem Fenster rausgedrückt wirst mit aller Kraft. Hast du dich jetzt so ein bisschen überrascht? Wirst dann gegen die Fensterseite gedrückt. Das Feuer wird jetzt wohl auch so ein bisschen ausgeblasen, ein bisschen nach draußen geweht. Weiterer Regen, der von der Seite rein ja weht, zumindest so ein bisschen versucht, das Feuer zu löschen. Und dann sind zumindest auch viele der Borberat-Moskitos von ihrem Körper verschwunden. Aber kannst noch die Einstiche sehen. Siehst da wohl, wie es leicht blutet oder eine andere Flüssigkeit mit so einer bisschen grünlichen Farbe dann aus ihr rausläuft und ihre Widderhornkappe so ein bisschen verrutscht. Ihre Augen sind leer und nach innen gedreht. Ja, ich schlittere über den Boden und hechte dann rüber zu Prischia, greife sie mir so unter den Arm und ziehe sie aus dem Raum raus. Ein paar Moskitos sind da bestimmt noch. Klar. Ich werde auch irgendwie an ihre andere Seite hechten sozusagen und sozusagen die andere Seite von ihrem Arm, ihrem Körper ergreifen und gemeinsam hoffentlich ziehen wir sie da raus. Ja, wenn ihr sie dann rauszieht, könnt ihr dann auch noch sehen, wie Jelef wohl noch ab und zu an euch herumklopft und ein paar Moskitos totschlägt und dann außer Atem da steht und erstmal ein bisschen Luft holt. Was ist hier geschehen? Ich weiß es nicht. Sie hat um Hilfe geschrien. Ich bin aus dem ein Flur weiter. Ich habe das gehört und bin hierhin. Da habe ich sie auf dem Boden sitzen sehen und hat gesehen, dass Toxis neben ihr stand. Hat ein Gefäß mit Borberat-Moskitos geöffnet und dann habe ich den Wolf beschworen. Ach, euer Wolf ist das. Ja, Toxis hat sich aufgelöst mit dem Mantel. So eine widerliche Kreatur. Die Karte. Irgendwas mitgenommen hat. Wir müssen da wieder rein und nachsehen. Die Karte. Ja. Die Karte brauchen wir unbedingt. Ich stelle mich mal, wie groß ist der Raum eigentlich?
Der Raum, ja, ungefähr 20 Quadratmeter würdest du meinen, also ein großes Büro mit einem großen schweren Tisch und ein paar Bücherregalen ringsherum. Ja, dann würde ich erstmal einen Armatrotz wirken. Auf mich. Armatrotz, Schild und Schutz. Und. Ist mir gelungen. Du musst jetzt, glaube ich, noch vorher die Rüstungspunkte ansagen. So, zwei, also. Die sind der Brustbaumbart-Moskito. Sind aus Moskitos. Insofern, normale Moskitos stechen, können nicht durch die Haut gelangen, wenn sich da ein, ja, mehr wie ein Schutz drauf findet, so wie ein besseres Kleidungsstück, behaupte ich jetzt mal. Ja, währenddessen, die anderen kommen gerade aus den Gassen zurück. Ömer hat den Wolf zumindest verloren, der war viel schneller als er, ist dann wie gesagt den Fliegen hinterhergerannt. Du kannst dann wieder den Weg zurück in Richtung Süden antreten und siehst da dann, wie Rafim und Kiaras außer Atem, immer noch ohne einen Eimer mit Wasser, auf die Straße vor dir treten. An der Priester Nora-Sekretariat habe ich ihn verloren. Ich weiß nicht, wo dieser Wolf hin ist. Er ist weiter nach Norden. Was ist das denn für ein Wolf? Keine Ahnung. Es sah mir nicht dämonisch aus, es sah elementar aus, aber es ist ganz schwer zu beurteilen. Er schien noch nicht irgendwas anderes angreifen zu wollen hier. Es ging so schnell. Gehen wir schnell hinein und schauen, ob wir dort etwas tun können. Ja, los, los, los. Ja, okay. Was war das eigentlich für ein Haus? Was sag, wo das Ding raus anscheinend ist? Was war das für ein Haus? Keine Ahnung. Die Magierakademie. Ach, die Magierakademie. Stimmt, ich habe das nur von der anderen Seite gesehen, ihr habt recht. Lass dahin, die anderen sind bestimmt auch dort.